Leute, hier ist Susan aus Berlin. Es geht hier in diesem diesem Video geht es um die Garnelenzucht. Was für Vorteile oder beziehungsweise Nachteile uns das Ganze gebracht hat. Es ist so, dass also ich beziehe mich hierbei auf einen Text in der Zeit. Den Text hatte Attila Hildmann gepostet auf seiner Facebook-Seite und das fand ich voll interessant. Und ich dachte mir, teile ich das auch gleich den Zuschauern mit. Also es geht darum, um die Garnelenzucht, dass es halt damals man auch von der Blauen Revolution sprach, die ganzen Aquakulturen sollten sozusagen die Fischbestände schonen in unserer Welt, weil das ja alles überfischt wird, weil beim Fischen nicht nur die Garnelen rausgefischt werden, sondern weitaus auch andere Fische mit ins Netz gehen, die eigentlich gar nicht gefangen werden sollen und einfach wieder reingeschmissen werden und sterben dabei. Ja. Es geht hier dabei darum, dass Dorit Siemens und Heiko Thiele, die reisen halt 5 Monate durch Mittelamerika und haben sich dann das angeschaut, die ökologischen und sozialen Auswirkungen der ganzen Schrimpkulturen. Und das Ergebnis für sie war halt sehr ernüchternd. Die Sache ist die, seitdem Schalen- Krustentiere zum Trendfood geworden sind, ist natürlich die Nachfrage dafür gestiegen. Und dementsprechend ist natürlich auf natürlichen Wege sind nicht mehr genug Garnelen zum Beispiel verfügbar, sondern müssen halt in Aquakulturen gezogen werden. Und und damals in den 80er Jahren hat die Weltbank da ziemlich viel Geld investiert in diese Aquakulturen und auch die Entwicklungshilfeprogramme förderten halt die Entwicklung intensiv und brachten das Ganze in Gang. Ja, was ist das Ergebnis? Die Sache ist so, dass diese Garnelen zum Beispiel keine guten Futterverwerter sind, dass wenn man 1 Kilo Schrimps haben möchte, 2 bis 3 Kilo Fischmehl verfüttern muss. Also man muss trotzdem auf Fischbestände zurückgreifen. Dann benötigt man täglich 30 bis 50% Wasser, also 30 bis 50% des Wassers müssen ausgetauscht werden, damit die halt nicht in ihrer eigenen Lake ersticken. Dann ist es so, dass halt Antibiotika und Chemikalien eingesetzt werden, weil so viele Tiere halt auf einen Haufen sind und dadurch natürlich auch wieder Krankheiten, wie auch bei der ganzen anderen Lebensmittelindustrie, bei Kühen und so weiter eingesetzt werden, wenn Tiere auf einen Haufen sind und unter so schlechten Bedingungen nicht artgerecht herangezogen werden, erfolgen halt auch viel mehr Krankheiten. Ne? Das ist nun mal so. Und dann werden halt diese Chemikalien und Antibiotika eingesetzt. Und dass die Sache ist die, dass zum Beispiel in der EU manche Sachen gar nicht freigegeben sind, weil sie Krebs und Mutationen hervorrufen, aber dort halt in diesen Mangrovengebieten, die eingesetzt werden und dementsprechend das Schäden bei Menschen und Tieren verursacht. Es soll auch Umwelt- und Naturschutz Gesetze geben für die und Naturschutzgebiete, aber solange halt niemand diese Anzeigen verfolgt oder beziehungsweise gar nicht angezeigt wird, bleibt es so und es ändert sich halt nichts. Ja, die Sache ist auch so, dass halt auch in diesen Mangroven in der Umgebung auch viel abgeholzt wird. Ne? Also die Mangroven selber werden abgeholzt und dadurch sinkt auch der Grundwasserspiegel, der Salzgehalt steigt und
das Wasser wird zunehmend halt von diesen eingesetzten Giften kontaminiert, weil auch wenn der Grundwasserspiegel sinkt, die Konzentration sich dadurch natürlich erhöht. Ja, und da halt auch das Wasser verseucht wird, ist es dann auch im Grunde genommen auch für diese Fischerdörfer drumherum nicht mehr möglich, normal zu fischen, und sie werden ihrer Lebensgrundlage entzogen, sie werden immer mehr abhängiger auch von dieser Industrie, müssen für die vielleicht arbeiten. Die Sache ist halt so, dass so eine Aquakultur, da wo so eine Aquakultur ist, dass höchstens 10 bis 12 Jahre das Gebiet genutzt werden kann, und danach kann man eigentlich sagen, dass das Gebiet da ausgelaugt ist, dass man da gar nichts mehr machen kann, das ist totes Gebiet sozusagen, verseucht, ne? Ja, und dadurch, ja, ist es so ein Teufelskreislauf, ne? Also es da kommt man halt schwer wieder raus, außer halt, es würde diese Nachfrage nach den Garnelen irgendwann abebben, und das wäre dann für die nicht mehr rentabel, sozusagen die zu züchten, diese Tiere. Ja, und das Schlimme ist halt, diese Konzerne bekommen halt mehr Macht und setzen auch Sozialstandards und Löhne fest, ne, und die Leute werden immer abhängiger von denen. Ja, was halte ich von der ganzen Sache? Also ehrlich gesagt, Shrimps habe ich früher, ganz, ganz früher ab und an mal gegessen. Aber diese Garnelen, diese langen Dinger, die fand ich immer schon irgendwie eklig, ehrlich gesagt. Ja, das war auch nichts irgendwie für mich, was ich öfters gegessen habe. Das hat auch nichts mit dem Preis zu tun gehabt, sondern es hat mir jetzt nicht so dermaßen toll geschmeckt, dass ich das hätte essen sollen oder wollen. Natürlich ist es jetzt gar nicht mehr der Fall, ne? Ich bin ja vegan. Ich finde es nur halt bedauerlich, dass Menschen, wenn sie irgendwas finden, so exzessiv werden in der Sache, dass es halt die Umwelt zerstört, ne? Also wenn jeder vielleicht ab und zu essen würde, zu gewissen Anlässen, dann wäre es ja okay, aber ja, es ist halt auch mit dem Fleisch so, es überrennt unseren Markt, und je billiger, desto besser. Und dadurch, dass die Nachfrage so steigt, immer mehr nachproduziert wird, sinken Preise, und die Menschen holen sich immer mehr von diesem Zeugs, was eigentlich, denke ich mir, keine Qualität hat. Und wenn da nicht zum Beispiel bei so einem Schrimpsalat irgendwelche Gewürze und sowas reinkommen würden, oder die gefette Mayonnaise, die süßlich schmeckt, das wahrscheinlich auch gar nicht schmecken. Man würde rausschmecken, dass das kein gutes Produkt ist. Ja, ich würde jetzt eure Meinung dazu wissen wollen, was ihr davon haltet, und ob ihr sowas esst, und ja, was euch dieser Artikel sozusagen bei euch in Gang gesetzt hat, ob ihr jetzt da irgendwie, ja, denkt, dass ihr vielleicht doch dahingehend etwas ändern wollt. Okay, ich hoffe, das war interessant für euch, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!